Reputation ist mal wieder unterwegs. Wir sind auf Politikerjagd. Und wen haben wir heute gefunden? Wolfgang Thierse von der SPD. Er ist Vizepräsident des Bundestags. Und dieses Jahr, nach 23 Jahren Politik, hört er auf. Er tritt nicht mehr zur Bundestagswahl an. Da haben wir was ganz Besonderes für ihn vorbereitet, nämlich ein paar Reputation-Videos. Mal gucken, was er dazu sagt. Hören Sie eigentlich Rap? Nein. Erstens versteht man sie so schlecht. Zweitens ist das so ein etwas hysterisch aggressiver Rhythmus, der mir nicht liegt. Und drittens, wenn Musik, dann soll es auch immer eine Melodie dabei sein. Das heißt nicht, dass ich nur konservativen Musikgeschmack habe, sondern in der populären Musik gefällt mir höchst unterschiedliches. Aber Rap nicht so sehr. Es war immer ein Streit mit meinem Sohn, der selber auch Rap gemacht hat und so. Wir haben Ihnen ein paar Videos mitgebracht. Haben Sie Lust, die sich mal anzugucken? Ja, ich bin ja neugierig, nicht? Also gucke ich mal an. Das ja. Ist doch gut. Okay, na dann kann's losgehen. Endzeit, heb die Fäuste, wenn du mitziehst. Wer weiß, wer mitkommt und wer wie eine Bitch fliegt. Die Mehrheit ist geblendet, Cookie ist die Sicht mies. Das ist der Beweis, ihr seid die Beute und ich schieß. Endzeit, heb die Fäuste, wenn du mitziehst. Wer weiß, wer mitkommt und wer wie eine Bitch fliegt. Die Mehrheit ist geblendet, Cookie ist die Sicht mies. Das ist der Beweis, ihr seid die Beute und ich schieß. Ja, ich überlasse Ihnen erstmal das Wort. Wie gefällt es Ihnen? Ich glaube denen kein Wort. Die fahren mit Mercedes vor in Designerklamotten und klagen über den Kapitalismus, das Elend der Massen und die Ausbeutung und die Gefahren. Alles Pose, alles nur Pose und reden von einer Endzeit und sie sind selber Produkte, Akteure einer Konsumkultur. Beeindruckt mich nicht. Meinen Sie nicht, das ist vielleicht auch ein Stilmittel des Raps? Das kann sein, aber dann ist es ein Zielmittel der Verlogenheit. Soll ich da irgendwas glauben? Hier unten siehst du Gangster, die paffen. Und oben sind Politiker, die über uns nur lachen. Gangster, die nur paffen. Und oben stehen Politiker, die über uns lachen. Wessen Schuld ist dieses Machtgefälle, im Prinzip, das Sie so empfinden? Erstens glaube ich nicht, dass das eine Mehrheit ist. Also wir haben ja bei Reputation über 250 Einsendungen, die alle davon im Prinzip sprechen. Ne? Ich hab's klar. Protest ist auch ein Geschäftsmodell in unserer Konsumgesellschaft. Das muss man auch wissen. Zweitens wird das Bild der Politiker zu einem Teil von ihnen selber bestimmt, aber zu einem beträchtlichen Teil auch durch die Medien. Und ich sage noch einmal, ich verstehe Ungeduld. Je größer die Probleme sind, umso ungeduldiger der Wunsch nach ihrer Lösung. Aber je größer sie sind, umso langsamer sind sie auch zu lösen. Wunder gehören nicht zum Arsenal der Demokratie, sondern nur die mühselige Arbeit an den jeweils etwas besseren Lösungen eines Problems. Wie kann man es denn noch schaffen, im Prinzip Jugend und Politik einfach einander näher zu bringen und dieses Feindbild aufzulösen? Erstens, indem Politik so verständlich wie möglich reden. Zweitens, indem Politiker auch jede Einladung zu jungen Leuten annehmen, um im direkten Gespräch zu erklären und damit auch junge Leute eine Wahrnehmung haben, dass Politiker ziemlich normale Leute sind, genauso sind wie sie selber oder wie ihre Vater oder ihre Mutter. Das Feindbild ist auch eins, das durch die Distanz entsteht, durch die mediale Distanz entsteht. Das System versagt wegen Kapitalismus. Jungs verticken Packs, denn ein Kapitalismus. Schlagen dir in Diskurs, verführt von dem Teufel. Manche sind die Shit, so durch Politiker, die täuschen alles Blender. Es fliegen Flaschen auf die Mannschaftswagen. Wann hört der Krieg auf? Dieses System findet die Jugend, wie wir an diesen Videos merken, sehr ungerecht. Wieso ist das so? Ich weiß nicht, ob es die Jugend gibt. Ist so wie es. Da sind immer Unterschiede. Und es ist auch ungerecht. Wir leben in einem sehr reichen Land, das aber auch voller Ungerechtigkeiten ist. Und deswegen halte ich es für die Aufgabe von Politik, immer wieder neu für Gerechtigkeit zu sorgen. Das gibt keinen absoluten Maßstab dafür. Aber eine elementare Gerechtigkeitsfrage ist, man soll von seiner Händearbeit leben können. Also brauchen wir einen Mindestlohn. Man soll im Alter nicht durch Armut gefährdet sein. Wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, soll man eine ausreichende Rente haben. Sie selber haben ja Hartz IV auch mitbeschlossen. Wie stehen Sie heute zu diesem Konzept? Das ist wieder eine sehr verkürzte Frage. Das müsste ich in einem längeren Vortrag machen. Was war vor Hartz IV? Gab es davor nicht dieselbe Armut, dieselbe geringe Bezahlung für Arbeitslose? Da hieß es nur Sozialhilfe 2 oder 1. Und das ganze System funktioniert nur, wenn wir hinreichend Arbeitsplätze schaffen
und aus diesen Arbeitsplätzen in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt werden kann, wo dann auch solidarische Leistungen erbracht werden. Ich muss man bei solcher komplexen Reform nachjustieren und sagen, das und das ist gut gelaufen, das und das läuft schlecht, das müssen wir ändern. Was ist denn schlecht gelaufen? Also sicher sind Regeln, sind Teilzeitbeschäftigungen, befristete Arbeitsplätze. Da sind viele Vorschläge, die dazu dienen sollten, Wege, Brücken aus der Arbeitslosigkeit in die Arbeit zu schaffen. Das hat nicht geklappt und das muss man ändern. Inkompetente Führer der Gesellschaft schicken Menschen in den Krieg für die lügnerische Weltmacht. Ihr folgt blind den falschen Göttern, seid geblendet vom Satan und vergesst den Schöpfer und während... Ihr folgt blind den falschen Göttern, seid geblendet vom Satan und vergesst den Schöpfer. Sie selber sind ja Katholik und Ihre Meinung weicht dem vielleicht gar nicht so ab, ist das richtig? Doch, weil ich nie unterstelle, dass andere, die anderer Meinung sind, dem Satan folgen. Eine solche... Auch das ist, glaube ich, ein künstlerisches Bild. Nein, entschuldigen Sie, Sie müssen nicht alles... Ich nehme das einfach nur ernst. Und also die anderen folgen nicht dem Satan, sie sind nur anderer Meinung. Dennoch sagen Sie ja, dass Religion auch wichtig für den Staat ist. Ist das richtig? Können Sie das weiter erklären? Natürlich, Religion ist deshalb wichtig, für die Bürger wichtig, für die Gesellschaft wichtig. Und der Staat ist selber religiös neutral. Aber er lädt alle Bürger ein, aus ihren durchaus unterschiedlichen religiösen, weltanschaulichen Überzeugungen in der Gesellschaft und im Staat mitzuwirken. Und aus religiöser Überzeugung kommt eine starke Motivation, fürs Gemeinwohl sich einzusetzen. Wenn im Christentum Nächstenliebe das wichtigste Gebot ist, dann folgert daraus Einsatz für Solidarität und Gerechtigkeit. Da sind wir bei einem Thema, was auch für Hakan sehr wichtig war, als ich mit ihm noch gesprochen habe. Er fühlt eine unglaubliche Islamfeindlichkeit in Deutschland, das unter anderem durch das Beschneidungsgesetz oder durch die Debatte, die es um das Beschneidungsgesetz gab. Wie stehen Sie dazu? Ich habe ja sehr dafür gekämpft, dass wir in Deutschland kein Beschneidungsverbot erlassen. Aber da muss man ihm sagen, sei gelassen. Es gibt in dieser Debatte ist eine heftige antireligiöse Stimmung sichtbar geworden. Ich habe eine Menge Beschimpfungen bekommen. Ich bin kein Muslim, ich bin Katholik und wurde beschimpft, weil ich für die Erlaubnis zur Beschneidung nach klaren gesetzlichen Regelungen eingetreten bin. Also da sitzen wir in einem Boot, die Muslime und die Christen und alle Menschen, die religiöse Überzeugungen haben und meinen, in diesem Lande muss Religionsfreiheit gelten. Ein besonderer Streitpunkt ist ja die Durchführung der Beschneidung durch ein Mohalim. Wie stehen Sie dazu? Also das haben wir ja geregelt, dass dort nach klaren medizinischen Regeln das stattfinden muss. Also nach den Regeln der ärztlichen Kunst, so wie das bisher auch stattgefunden hat. Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass das in irgendeiner Weise schlimmer werden würde, sondern da gibt es klare Regeln, die zum Schutze der kleinen Kinder da sind und damit ist das in Ordnung. Sie werden nicht mehr als Direktkandidat dieses Jahr antreten, 2013. Warum ist das so? Ich habe in diesem Jahr dann 24 Jahre Parlamentsarbeit hinter mir, werde 70 und denke, das ist eine ganz gute Zeit aufzuhören und die Arbeit Jüngeren zu überlassen. Nicht, weil ich meine, dass Alte zu viel im Parlament vertreten sind, das stimmt gar nicht, eher zu wenig. Aber ich finde auch, ich habe meine Arbeit getan und jetzt sollen andere da machen. Da bin ich ganz gelassen man soll sich als Politiker nie einbilden, man sei unersetzlich. Und was kommt für Sie dann? Das weiß ich noch nicht, ich bin nur neugierig, ob noch irgendjemand was von mir wissen will da. Eine ganz einfache Botschaft. Nur jammern und nur schimpfen und nur anklagen ist noch lange keine Politik, sondern sich einmischen, sich der Mühsal der Mehrheitsfindung, der Kompromissfindung aussetzen. Das ist demokratische Politik, demokratische Gesinnung. Wir dringen ein in eine Welt, die sich maskiert und sich verstellt. Sie propagiert das schnelle Geld und lässt zurück, wer da nicht mitmacht. Sie lacht über die Armut und grenzt aus, wer da nicht mitmacht. Die FDP soll ja den Armutsbericht verschönt haben. Was ist denn da passiert? Und es geht einfach darum, deutlich zu machen, welche Chancen wir auch in den vergangenen 3 Jahren geschaffen haben für die Leute. Und der Armutsbericht in seiner jetzigen oder in der vorhergehenden Form betont an vielen...